In dieser Folge startet das Unternehmen Barbarossa, der Angriff auf die Sowjetunion, der letzte deutsche Kaiser wird zu Grabe getragen und die chinesische Armee überrascht uns an der Nordfront und beginnt eine Offensive gegen Peking. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Strategic Command World War II World at War. Los geht's! In der letzten Folge haben wir die Strategie und die Ziele für den Angriff auf die Sowjetunion ausgearbeitet. In Nordafrika konnten wir die Briten aus ihren Stellungen werfen und den strategisch wichtigen Ort El Alamein einnehmen. Und unsere U-Boote und Kreuzer verbreiten weiter Angst und Schrecken auf den Weltmeeren. Schauen wir uns den gegnerischen Zug an. Die USA senden Panzer als Nothilfe nach Ägypten. Nicht gut? Die Türkei beschwert sich über das Eintreffen von US-Panzern in Nahost. Die Lieferung von US-Panzern versetzt die Briten in die Lage, ihre Panzertruppen in Ägypten zu stärken. Der Flugzeugträger im Roten Meer wieder im Einsatz. 2 Schaden an unserer Garnison. Er zieht die Flieger zurück, das war zu erwarten. Er zieht die Panzerdivision nicht zurück, sondern verstärkt sie. Das wird, glaube ich, ein Fehler gewesen sein. Abfangjäger. 4 Schaden beim Bomber. Ja, jetzt macht sich natürlich bemerkbar, dass die deutschen Jagdflugzeuge da sind. Angriff an der Mittelfront in China. Ja. Einige Verluste. Und ein Vormarsch Richtung Peking. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Da werden wir die Nordfront verstärken müssen bei Peking. Dann können wir aus dem mittleren Bereich eine Armee oder Garnison nach Norden schicken. Und wir überfallen 3 Konvoirouten. Kaiser Wilhelm II. Stirbt im Exil in den Niederlanden. Wilhelm II. War der letzte deutsche Kaiser und musste nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg abdanken und ging in das Exil in die Niederlande. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 hat er gehofft, wieder als deutscher Kaiser eingesetzt zu werden. Was, wie wir wissen, eine Illusion war. Als die Niederlande im Rahmen des Westfeldzuges besetzt wurde, boten mehrere Länder, ja sogar Großbritannien an, dass er nach England ins Exil gehen sollte. Er lehnte ab, weil ihm wahrscheinlich bewusst war, dass er am Ende seines Lebensweges angekommen ist. Am 4. Juni 1941 verstarb der letzte deutsche Kaiser. Sein selbstgewählter Grabspruch lautet: Lobet mich nicht, denn ich bedarf keines Lobes. Rühmet mich nicht, denn ich bedarf keines Ruhmes. Richtet mich nicht, denn ich werde gerichtet werden. Und unsere U-Boote versenken insgesamt 40 MPP. Sehr gut. Ja, das ist nochmal die Information bezüglich der jugoslawischen Partisanen. Diese Information haben wir ja schon in der letzten Runde erhalten. Und die Japaner bekommen ein Jagdflugzeug. Stellen wir später auf. Bevor wir das Unternehmen Barbarossa mit der Kriegserklärung an die Sowjetunion starten, werfen wir einen Blick in die weltweite Diplomatie. Hier sehen wir, dass die Vereinigten Staaten bei einer Mobilisierung von 62% momentan sind. Die UdSSR ebenfalls bei 62%, der werden wir ja gleich den Krieg erklären. Schauen wir mal weiter. Finnland liegt bei 15% in Richtung Achse. Die Finnen sollten beim Start des Unternehmens Barbarossa auf unserer Seite mit in den Krieg eintreten, wenn nichts falsch läuft. Irland steht bei 10% in Richtung Achse. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass zu Beginn des Krieges die Briten die irischen Häfen besetzt haben und die Iren hierüber noch ziemlich sauer sind. Ja, Mongolei bei 75% in Richtung UdSSR. War klar.
Persien bei 10% Achse, Spanien bei 30% Achse, das ist gut. Schweden bei 24%. Die Schweiz liegt immer noch bei 0% in unsere Richtung. Da werden wir gegebenenfalls mit der Zeit noch eine weitere Marke in die Diplomatie investieren müssen. Syrien bei 27%, Tunesien bei 5%, die Türkei bei 11%. Und Vichy Frankreich bei 5%. Okay. Da werden wir jetzt das Unternehmen Barbarossa starten und der UdSSR den Krieg erklären. In der Realität kam es zu keiner formellen Kriegserklärung an die Sowjetunion. Es wurden lediglich sogenannte Noten an die sowjetische Regierung in Moskau als auch an den sowjetischen Botschafter in Berlin übergeben. Das Deutsche Reich rechtfertigte seinen Angriff damit, dass die Sowjets ihrerseits einen Angriff vorbereiten würden und man diesen zuvorkommen muss. Soll das Deutsche Reich eine Kriegserklärung aussprechen gegen die UdSSR? Ja. Lädt. Da tauchen die sowjetischen Einheiten an der Grenze auf. Kommunisten steigern ihren Einfluss in Chile. Finnland tritt gegen die UdSSR in den Krieg ein. Gut. Der Angriff der Achsenmächte erschüttert die UdSSR. Es sind einige sowjetische Einheiten im Norden aufgetaucht. Wir haben hier eine größere Anzahl im mittleren Bereich und auch eine größere Anzahl, die im Süden aufgetaucht sind. Von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer bot Deutschland und seine Verbündeten über 3 Millionen Soldaten für diesen Feldzug auf. Das größte Koalitionsheer, das die Welt bis dato gesehen hat. Wir treten mit drei Heeresgruppen gegen die Sowjetunion an. Die Heeresgruppe Nord, die Heeresgruppe Mitte und die Heeresgruppe Süd. In der letzten Folge hatte ich ja die Zusammensetzung und die Ziele der Heeresgruppen detailliert erläutert. Falls du die Folge noch nicht gesehen hast, schau am besten dort nochmal rein. Bevor wir unsere Angriffe starten, werfen wir einen Blick auf die Befehlsverhältnisse unserer Hauptquartiere. War zuallererst hier im Norden mit dem vom Leb. Da sehen wir, dass er die drei Einheiten unter Befehl hat und die vier hier im südlichen Bereich. Wenn wir die freistellen und ihm die Einheiten hier im Norden so weit wie möglich unterstellen. Panzerdivision, dann kriegt er das Korps noch unterstellt. Und dann kriegt er ebenfalls das Korps ebenfalls noch unterstellt. Dann hat er 7 Einheiten unter Befehl, das ist gut. Dann haben wir den von Rundstedt. Der hat die beiden Einheiten, das Flugzeug und die beiden hier im südlichen Bereich. Wenn wir die freistellen, dann kriegt er noch das Korps unterstellt, das slowakische Korps ebenfalls. Dann hat er 6 Einheiten unter Befehl. Kriegt er das Korps noch unterstellt? Ne, das Korps stellen wir frei und er kriegt hier die mittleren Bomber unterstellt. So machen wir es. Dann der von Manstein. Der kriegt die beiden Korps unterstellt. Die Panzerdivision. Dann hat er 6 Einheiten, 7. Stellen wir die Flugzeuge frei und der kriegt die taktischen Bomber unterstellt. Dann der von Küchler. Jagdflugzeug stellen wir frei. Da stellen wir die drei Korps. Die Panzerdivision. Kriegt er nicht unterstellt, dann müssen wir die Jäger hier freistellen und die Panzerdivision unterstellen wir. 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das ist gut. Gehen wir in den Süden. Dann werden wir zuallererst das ungarische Hauptquartier auf Modus halbautomatisch stellen. Können wir das ungarische Korps nicht unterstellen, weil es zu weit weg ist. Dann bleiben nur die beiden Armeen dem Hauptquartier unterstellt. Dann gehen wir zum Rumänen. Den Dimitrescu stellen wir ebenfalls auf halbautomatisch. Da stellen wir die rumänischen Einheiten und die Jagdflugzeuge. Jawohl. Und der Befehlshaber von Bock, der kriegt alle deutschen Einheiten unter Befehl. Und das bulgarische Korps ebenfalls. Dann haben wir fast alle Einheiten an der Ostfront einem Hauptquartier zugeordnet.
Mit Ausnahme der beiden italienischen Korps, die warten ja auf das Hauptquartier aus dem italienischen Expeditionskorps. Gehen wir wieder in den Norden. Die Heeresgruppe Nord war von der Anzahl der Divisionen und Soldaten die Schwester aller drei Heeresgruppen. Und wir starten zuallererst mit dem ersten Korps, gehen Richtung Lipaja. Im Ergebnis von 0 zu 3. Bevor wir jedoch an Land angreifen, schauen wir mal, ob wir irgendwas aussichten können mit unserer Kriegsmarine. Zuallererst mit der Bismarck. Ein Ergebnis von 1 zu 1 gegen die Stadt. Nee, das ist nicht gut. Gucken wir mal mit der Deutschland. Ergebnis von 1 zu 0. Ne, dann werden wir mit der Kriegsmarine nicht angreifen. Werden die ersten Schüsse an der Ostfront vom ersten Korps abgefeuert. Wir greifen Lipaja an. Angriff. 3 Schaden. Einer bei uns. Okay, dann werden wir mit dem Korps hier reingehen. Stoßen als nächstes mit der 10. Panzergrenadierdivision nach. Und greifen ebenfalls Lipaja an. Wir haben das Korps ausgelöscht. Dann ziehen wir in die Ortschaft. Und bevor wir in den Norden ziehen, schauen wir mal, ob wir mit den Schiffen hier was aufdecken können. Ne, können wir nicht. Im Schlachtschiff auch nicht. Geht die Bismarck in den Hafen. Können wir mit dem Flugzeug aufklären? Ne, ist zu weit. Dann ziehen wir mit der 10. Panzergrenadierdivision hier eins vor. Wir haben Feindkontakt. Können wir die taktischen Bomber angreifen oder das Jagdflugzeug? Wir greifen die baltischen Jagdflugzeuge an. Jawohl, haben die Flugzeuge vernichtet. Sehr gut. Dann werden wir als nächstes die mittleren Bomber einsetzen gegen Kaunas, um die Verschanzung runterzubekommen. Und wir starten unseren Angriff auf Kaunas. Zuallererst mit der ersten Armee. Ein Ergebnis von 0 zu 2. Wir greifen an. 2 zu 1 das Ergebnis. Dann mit der 8. Armee gehen wir hier hin und greifen ebenfalls Kaunas an. Wir müssen die Stadt nehmen. 5 Schaden. Dann bringen wir das Korps zum Einsatz. Erstmal hier hin. Und dann noch eins vor. Und ebenfalls Angriff. Jawohl. Wir haben die Einheit den Kaunas vernichtet. Dass wir jetzt nach Kaunas reinziehen können, ziehen wir doch noch nicht mit der Armee rein. Wir hätten das Korps hier noch, das jedoch kein Angriff hier in dem Bereich durchführen könnte. Behalten wir das Korps nochmal in der Hinterhand, gegebenenfalls für den südlichen Bereich. Vierte Panzerdivision. Wir ziehen mit der 4. Panzerdivision nach Kaunas, besetzen den Ort. Und greifen die 27. sowjetische Armee an. Angriff. 4 Schaden. Einer bei uns. Weiterer Angriff. 3 Schaden. Und einer bei uns. Ziehen schon mal den von Leeb nach Königsberg. Die Armee zieht hier hoch. Um in der nächsten Runde schon mal bereit zu sein für den Angriff auf die Ortschaft. Dann kommen wir zu den Angriffen hier bei Bialystok. Wir bringen unsere Jagdflugzeuge zum Einsatz und zwar gegen die gegnerischen Jagdflugzeuge. Ergebnis von 0 zu 3, wir greifen an. 4 Schaden. Einer bei uns. Guter Angriff. Ziehen das Jagdflugzeug vor. Und greifen mit der Luftflotte 4 an. Und die gegnerischen Jagdflugzeuge wurden zerstört. Wir haben keinen Schaden bekommen, war ein guter Angriff. Dann starten wir als nächstes bei der Heeresgruppe Mitte unsere Angriffe. Mit der 11. Panzerdivision ziehen
Ziehen wir hier vor. Feindkontakt. Wir haben ein gegnerisches Kavalleriekorps. Wir müssen den sowjetischen Befehlshaber rausbekommen. Wir greifen den Befehlshaber an. 5 Schaden. Einer bei uns. Und vernichten hoffentlich jetzt das Hauptquartier. Nein, haben wir nicht. Befehlshaber zieht zurück. Können wir mit der Armee nachstoßen? Ja, können wir. Ja, das möchte ich eigentlich nicht wegen einem Stärkepunkt. Können wir unsere Bomber irgendwo zum Einsatz bringen? Ja. Greifen mit den taktischen Bombern das Hauptquartier an. Und haben es ausgeschalten. Dann bringen wir als nächstes das Sturzkampfgeschwader 2 zum Einsatz. Gegen Bialystok. Kein Ergebnis. Dann bringen wir unsere mittleren Bomber zum Einsatz. Kein Schaden, keiner bei uns. Eine Verschanzung von 1, Bereitschaft von 32%, eine Moral von 18%. Wir Bialystok auf jeden Fall nehmen diese Runde. Jetzt ziehen wir die Armee hier hin und greifen Bialystok von oben an. 4 Schaden, keiner bei uns. Dann aus dem Süden. Nur 1 Schaden. Ziehen das Korps hier hin. Dann werden wir als nächstes mit dem ersten Grenzschutzkorps die mechanisierten Kräfte angreifen. Ja, 3 Schaden, keine bei uns, gut. Dann bringen wir das 21. Korps in die Mausurische Seenplatte und greifen ebenfalls von Norden an. Ein Verlust, okay. Ja, wir müssen Bialystok wegbekommen. Dann greifen wir mit dem slowakischen Korps an. Wir haben das mechanisierte Korps vernichtet. Dann ziehen wir mit dem Korps hier hoch und greifen ebenfalls Bialystok an. Jawohl, 3 Schaden. Und der Feind hat sich zurückgezogen. Dann ziehen wir mit der Pack nach Bialystok und greifen das 1er Korps an. Jawohl. Dann ziehen wir mit dem Slowaken nach Modlin. Du kannst da bleiben. Ja, du ziehst 1 runter. Du ziehst hier vor. Die Jagdflugzeuge können wir auch nachziehen, die Bomber ebenfalls. Dann werden wir mit dem 12. Korps Brest-Litovsk angreifen. Oder bringen wir zuallererst das 8. Korps zum Einsatz. Ziehen erstmal das 8. Korps hier hin und greifen Brest-Litovsk an. 3 Schaden. Und dann mit dem 12. Korps. Jawohl. Jetzt steht Brest-Litovsk offen. Wir ziehen erstmal hier hin und 1 hoch. Sehr gut. Und wir haben noch die 5. Panzerdivision, die wir einsetzen können. Dann ziehen wir mit der 5. Panzerdivision nach Brest-Litovsk und greifen das sowjetische 4. Korps an. Ja, 4 Schaden. Und nochmal. Und wir haben ein weiteres Korps vernichtet. Gehen wir weiter vor. Dann ziehen wir unseren von Manstein in die Nähe von Brest-Litovsk. Die Flieger ziehen wir ebenfalls nach. Ja, nicht so weit nach vorne. Werden wir den von Küchler... Den von Küchler sollten wir nach Warschau ziehen. Das heißt, den Bomber ziehen wir hier hin. Der von Küchler kann erstmal nach Warschau. Dann kommen wir zur Heeresgruppe Süd.
Starten wir unsere Angriffe erstmal im Norden und werden zuallererst mit der 4. Armee gegen Kowel gehen und kriegen hoffentlich mit einem Angriff die Garnison aus der Stadt heraus. Jawohl. War ein wichtiger Angriff, da wir den feindlichen Einheiten hier im Bereich die Rückzugsroute hier im Norden abgeschnitten haben. Feindkontakt, da ist ein weiteres Korps bei Schitomir. Ziehen wir mit der Großdeutschland hier hin und greifen die mechanisierten Kräfte an. 5 Schaden, einer bei uns. Und nochmal drauf. Ja. Dann als nächstes die 3. Panzerdivision. Ziehen wir direkt hier rein. Greifen wir entweder das Korps oder das Korps an. Wir greifen das 15. Korps an. 5 Schaden. Können leider nicht weiterziehen. Dann eben das Korps. 2 Schaden. Keiner bei uns. Okay. Wenn wir mit dem Korps nachziehen, ja, können wir. Machen das jedoch noch nicht. Wir ziehen zuallererst mit der ungarischen Swotenarmee über den Jublinski-Pass hier vor und greifen die Bombe an, die vernichtet wurden. Sehr gut. Dann bringen wir die erste ungarische Armee zum Einsatz. Die zieht hier rein und greift Przemyśl an. 2 Schaden. Keiner bei uns. Guter Angriff. Dann das 6. Korps. Ja, sehr gut. Es steht Przemyśl frei. Wir ziehen noch nicht rein. Wir haben ja den Italiener noch, den wir einsetzen können. Der zieht hier rein und greift das Korps an. Ein Schaden. Okay, dann ziehen wir wieder zurück. Und dann greifen wir mit dem Korps an. Und haben das gegnerische Korps aus dem Spiel genommen. Dann haben wir das Korps, was wir noch zum Einsatz bringen können. Wir ziehen hier rein und greifen die Jagdflugzeuge an. Oder nicht? Ziehen zuallererst mit der ersten rumänischen Armee hoch. Mal gucken, was für ein Ergebnis wir bei den Fliegern bekommen. Ja, und haben es ausgelöscht. Sehr gut. Dann können wir nämlich mit dem 30. Korps gegen das 15. sowjetische Korps gehen und das ebenfalls vernichten. Wir ziehen hier nach. Hauptquartier kann auch eins vor. Kommen wir zu unseren Aufstellungen hier bei Rumänien. Da werden wir zuallererst mit den rumänischen Jagdflugzeugen Aufklärungsflug starten, und zwar hierhin. Und da sehen wir, dass wir hier eine weitere Armee haben und ein weiteres Korps. Wir müssen die Rückzugsroute der Einheiten hier abschneiden. Das heißt, wir müssen mit unseren Einheiten hier die Straßen- und Eisenbahnverbindungen abschneiden. Hierzu ziehen wir mit dem 1. ungarischen Korps hier vor. Greifen nicht an. Dann ziehen wir mit der 2. rumänischen Armee hier hin und greifen Odessa an. Oder bevor wir angreifen, setzen wir zuallererst unsere taktischen Bomber ein. Ohne Ergebnis, okay. Dann greifen wir jetzt an. Jawohl, 2 Schaden. Keiner bei uns. Dann kommt das bulgarische Korps zum Einsatz. 3 Schaden, sehr guter Angriff. Dann das 4. rumänische Korps zieht hier hin und greift an. Dann setzen wir die 1. Panzerdivision ein, ebenfalls gegen Odessa. Jawohl, 3 Schaden. Einer bei uns. Und wir gehen nochmal drauf. Jawohl. Damit steht Odessa frei. Das bulgarische Korps wird reinziehen. Und wir haben die sowjetische Marinebasis in Odessa eingenommen. Dann werden die Fallschirmjäger hier hochziehen. Und die mechanisierten Kräfte angreifen. 4 Schaden. Einer bei uns.
Ja, jetzt könnten wir auch hier hochziehen mit dem Chor und ebenfalls die mechanisierten Kräfte wahrscheinlich vernichten. Aber da haben wir eine geballte Kraft hier in dem Bereich von uns. Oder wir ziehen halt vor, wie geplant, um die Straßen- und Eisenverbindungen abzuschneiden. Das machen wir auch. In unsere Hauptquartiere nach. Und die Armee zieht mit dem Gewaltmarsch hier hin. Der Italiener zieht ebenfalls nach. Jagdflugzeuge hinterher. Bomber 1 vor. Und das war der erste Angriffstag an der Ostfront. Wir sind gut vorgestoßen im Norden. Haben in der Mitte jede Menge feindliche Einheiten rausbekommen. Im Süden haben wir auch eine größere Anzahl an feindlichen Einheiten vernichtet. Konnten die Marinebasis in Odessa einnehmen, jedoch den Rückzugsweg hier nicht komplett abschneiden. Mal schauen, wie die Sowjets jetzt darauf reagieren. Wir gehen zu unserem neuen Verbündeten, und zwar Finnland. Das erklärte Ziel Finnland war es, die verlorenen Gebiete im Winterkrieg gegen die Sowjetunion wieder zurückzuerobern. Man sah sich auch nicht als direkter Verbündeter des Deutschen Reichs, sondern eher als eine Art Waffenbruder gegen einen gemeinsamen Feind an. Nach anfänglichen Erfolgen kam es in Finnland zu einem jahrelangen Stellungskrieg. Finnland mobilisierte ca. 550.000 Soldaten für den Krieg gegen die Sowjetunion. Wir werden zuallererst mit dem Helsinki-Korps Hanko einnehmen. Da haben wir die Marinebasis wieder zurückerobert. Dann werden wir das zweite Korps upgraden. War mit Infanteriewaffen. Die Armee können wir nicht upgraden, können jedoch die Raketenartillerie eingreifen. Das machen wir auch. Kein Ergebnis. Wir ziehen das Hauptquartier nach Helsinki. Und die Jagdflugzeuge ziehen wir hier vor. Jetzt ziehen wir sie hier hin. Wird eigentlich reichen, wenn wir die Jagdflugzeuge hier hinziehen. Das machen wir auch. Dann werden wir als nächstes die zweite Garnison upgraden. Infanteriewaffen. Gehen hoch. Und werden die anderen beiden Garnisonen ebenfalls mit Infanteriewaffen upgraden. Weil die direkt an der Front sind. Jawohl. Dann können wir in dieser Runde in Finnland nichts weiteres mehr machen. Dann kommen wir noch zu unserer Kriegsmarine. Wir ziehen mit unserer Kriegsmarine direkt in die Ostsee rein. Mal schauen, vielleicht wagt sich die baltische Flotte der Sowjets raus. Können wir sie vielleicht überraschen? Wir bald hierhin. Das waren unsere Aktionen im Osten. Wir gehen in den Westen. Und im Westen müssen wir nichts machen. Dann gehen wir gleich nach Norwegen. In Norwegen haben wir noch den Marinebomber, den wir einsetzen wollen gegen die Nordmeerkonvois. Wir verlegen den Marinebomber für 22 MPP nach Tromsø. Tromsø war in der Realität wirklich eine Luftwaffenbasis gegen Nordmeerkonvois. Dann werden wir als nächstes das Oslo-Korps upgraden, und zwar Mobilität. Für 45 MPP. Wir werden in der nächsten Runde das Oslo-Korps nach Finnland verschiffen, damit es in Nordfinnland zum Einsatz kommt. Damit Oslo dann nicht frei steht, werden wir jetzt schon mal eine weitere Garnison kaufen, und zwar die zweite Garnison. Dann gehen wir in den Nordatlantik. U73. U73 hat eine Versorgung von 5. Da werden wir U73 in den Süden bringen, auf diese Versorgungsroute. Und wir werden U30 gleich in den Norden bringen. U30 kann hier jagen. Dann gehen wir zu U37. U37 bringen wir wieder zurück auf die ursprüngliche Route. Hierhin. Jawohl.
Da haben wir U35 im Hafen. U35 zieht hier hin. Und wir werden die Gneisenau gleich nach Vigo schicken. Mal schauen, vielleicht kann sie hier in dem Bereich gegen feindliche Schiffe zum Einsatz kommen. Dann haben wir U32. Schicken wir U32 etwas hoch oder schicken wir sie etwas runter? Schicken wir U32 etwas hoch. U32 kann hier hin. Dann haben wir hier noch bei den Kanarischen Inseln U47. U47 bewegt sich Richtung Kapverden. Hierhin. Die Admiral Graf Spee setzen wir als allererstes auf den Überfallmodus und werden sie im Kreuzen hier auf die Route setzen. Da kann der schwere Kreuzer hier auch ein paar Handelsschiffe versenken. Wir haben noch den schweren Kreuzer Admiral Scheer, der im Indischen Ozean kreuzt. Hier werden wir ebenfalls den Konvoi-Modus Überfall aktivieren und die Admiral Scheer weiter Richtung Australien schicken. Hierhin. Dann waren das unsere Bewegungen mit der deutschen Kriegsmarine. Wir gehen nach Südeuropa. Und hier werden wir zuallererst die Garnison nach Varna bewegen in den Hafen. Wir schauen in die Partisanenaktivitäten in Jugoslawien. Dann müssen wir die hier bei Split abdecken und die hier bei Dubrovnik. Wir haben noch weitere Partisanen hier bei Athen. Dann werden wir das italienische Korps an die Ostfront schicken. Die Garnison soll Richtung Athen, um das Korps hier abzulösen. Dann geht die 11. Garnison nach Dubrovnik. Und die kroatische Garnison soll hier nach Split. Dann haben wir die jugoslawischen Partisanen abgedeckt und die Garnison soll dann Athen abdecken. Da haben wir das italienische Korps frei für Nordafrika oder vielleicht ebenfalls für die Ostfront. Das U-Boot Axum ist wieder bereit für den Kampf. Die Axum wird sich südlich von Sardinien auf die Lauer legen und warten, dass gegnerische Schiffe auf das U-Boot aufprallen. Dann haben wir noch die erste Fallschirmjägerdivision auf Malta. Ursprünglich wollte ich ja die Fallschirmjägerdivision per Seetransport das italienische Festland bringen. Das würde uns aber 24 MPP kosten. Und da ich diese Fallschirmjägerdivision sowieso als Reserve für alle Fronten auf Sizilien belassen möchte, können wir sie auch dort abspringen lassen, anstatt sie per Seetransport für 24 MPP dort zu verschiffen. Dann setzen wir die Fallschirmjäger auf Bereitmachen. Dann werden wir sie in der nächsten Runde bei Syrakus abwerfen. Die italienische Garnison wird nach Malta verlegt. Dann ins östliche Mittelmeer. Da wird die Leonardo da Vinci ein bisschen aufklären, die gegnerischen Häfen. Und wir sehen, dass keine gegnerischen Einheiten in den Häfen sind. Belassen wir die Leonardo da Vinci hier. Da sind wahrscheinlich die feindlichen Seeeinheiten ins Rote Meer geflüchtet. Wir belassen jedoch unsere italienische Flotte hier im Bereich von Rhodos. Wir können das Schlachtschiff jedoch ranführen. Wir schicken den schweren Kreuzer nach Piräus. Der kann in der nächsten Runde repariert werden. Das Schlachtschiff geht hier vor. Wir können den schweren Kreuzer ebenfalls reparieren. Der geht hier nach Kalamata. Dann zu Rommel nach Nordafrika. Und wir haben gesehen, dass der Brite hier einen Fehler gemacht hat. Und zwar hat er die Panzerdivision verstärkt, anstatt sie zurückzuziehen. Die Panzerdivision hat eine Versorgung von 2, eine Bereitschaft von 37 und eine Moral von 17. Die Division müssen wir als Priorität jetzt natürlich vernichten. Wir setzen zuallererst die taktischen Bomber ein. Abfangjäger. Eskorten. 3 Schaden beim Briten, einer bei uns, einer beim taktischen Bomber
Und noch mal einer bei den Briten. Das war ein verlustreicher Angriff auf beiden Seiten. Dann können wir jetzt die Panzerdivision zum Einsatz bringen. 1 zu 4. Oder bringen wir zuallererst vielleicht das Korps zum Einsatz. Die Italiener können wir nicht zum Einsatz bringen. Wir greifen mit den Panzern des Afrika-Korps an. Jawohl, 4 Schaden. 2 bei uns. Ziehen wir eins vor. Gehen den Italienern nach. Und greifen die Panzerdivision an. Dann haben sie vernichtet. Und einen Schaden beim Italiener. Kommen wir auf die Versorgung. Da ist natürlich die deutsche Panzerdivision jetzt ein bisschen exponiert. Versorgung von 3. Wenn wir nochmal am Ende schauen, vielleicht können wir das Hauptquartier noch vorziehen. Wir greifen zuallererst mit der Artillerie die britische 10. Armee an. Jawohl, ein Schaden. Weiter. Und ein weiterer Schaden. Dann die 10. deutsche Armee gegen die 10. britische Armee. Ein Schaden. Die Armee zieht runter. Ich möchte mit der deutschen Armee eigentlich nicht vorziehen, weil ich die 10. Armee in der nächsten Runde verstärken möchte. Wir könnten mit dem Korps reinziehen. Das werden wir auch machen. Und greifen die britische Armee an. Verteidigung durch Artillerie. 2 Schaden bei uns. Und die britische Armee wurde ausgeschalten. Jetzt natürlich das Korps in Gefahr. Wir haben hier eine gegnerische Panzerdivision. Wir haben hier ein Korps in Bereitschaft. Wir werden zuallererst die Armee zurückziehen. Das Korps zieht nach El Alamein. Die Artillerie können wir leider nicht bewegen. Können wir auch den Rommel hier runterziehen. Das italienische Hauptquartier zieht hier hin. Schauen wir uns nochmal die Versorgung an. Hat sich nicht verbessert für die Panzer. Da verstärken wir erstmal die Italiener. Wir haben noch die mittleren Bomber, die wir verstärken werden für 30 MPP. Ziehen die Aufklärer vor und wir ziehen die italienische Armee vor. Ja, das wird jetzt spannend in der nächsten Runde. Wird der Brite gegen unsere Panzerdivision vorgehen? Können wir das eigentlich noch austauschen? Ja, wir könnten hier noch einen Austausch durchführen mit der italienischen Panzerdivision. Wir haben eine Versorgung von 4. Ich möchte die Division eigentlich nicht verlieren. Oder wir ziehen zurück. Ziehen mit der Panzerdivision 1 zurück. Da haben wir zwar eine schlechtere Versorgung, aber der Brite müsste sich erstmal an uns herantrauen. Wird spannend, wie der Brite hier in der nächsten Runde reagieren wird. Dann haben wir mit dem Deutschen Reich 375 MPP. Gehen wir in die Forschung. Und wir werden in den weiterentwickelten Panzer forschen für 175 MPP. Da haben wir noch 200 MPP und wir werden ebenfalls in die Luftabwehrwaffen investieren. Brauchen wir jetzt momentan nicht so dringend, aber dann später, vor allem wenn die Amerikaner in den Krieg eintreten. Dann geben wir die 125 MPP aus. Da haben wir noch 75, die behalten wir für die nächste Runde. Wir schauen erstmal nach Ostafrika. Hier werden wir zuallererst die Garnison verstärken für 5 MPP. Die wurde ja durch den feindlichen Flugzeugträger angegriffen. Können wir mit dem Korps was ausrichten? Nee. Ja, hier bleibt es beim Stellungskrieg. Schauen wir mal bei den Italienern der Forschung. Die Infanteriewaffen sind vielleicht in der übernächsten oder in 3 Runden erforscht. Da können wir einen Teil unserer Einheiten hier modernisieren und gegebenenfalls stärker gegen die Südafrikaner als auch gegen die Briten vorgehen.
Aber bis dahin bleibt es hier beim Stellungskampf. Dann kommen wir zu Nazariosauro. Die Nazariosauro bewegt sich in der Nähe von Diego Garcia und versteckt sich hier erstmal. Dann gehen wir zum Kaiserreich Japan. Und hier haben wir gesehen, dass der Chinese mit einem Korps Richtung Peking gezogen ist. Er hat bemerkt, dass Peking von japanischen Einheiten frei ist und hat versucht, nach Peking reinzuziehen. Da werden wir auf jeden Fall eine Einheit platzieren müssen. Und wir müssen uns um das chinesische Korps hier kümmern. Wir beginnen jedoch wie üblich erstmal im Süden. Hier werden wir zuallererst das 13. Korps upgraden mit Infanteriewaffen 2. Und wir können Angriffe bei Chongqing starten. Wir greifen zuallererst mit der ersten Kwantung-Armee an, und zwar die 15. chinesische Armee. Angriff. 3 Schaden. Einer bei uns. Dann wird die zentrale Expeditionsarmee zum Einsatz kommen. 0 zu 5. Angriff. 4 Schaden. Keiner bei uns. Und das erste Korps zum Einsatz. Man hat die Armee zerstört. Und wir können sogar in die Festung ziehen. Das machen wir auch mit der ersten Quantum-Armee. Dann werden wir diese beiden Armeen verstärken. Das Korps zieht hier hin und kann das chinesische Korps angreifen. Drei Schaden und einer bei uns. Und wir sehen, dass der Chinese hier bei Kunming eine schwache Verteidigung hat. Kunming ist ja eines unserer strategischen Ziele mit den Japanern, um hier die Versorgung über die Burma-Straße zu verhindern. Da werden wir in den nächsten Runden unsere Angriffe hier bei Kunming verstärken müssen. Können wir das Hauptquartier hochziehen? Ja, dann ziehen wir das Hauptquartier hier hin. Die Garnison geht hier hoch. Die soll ja hier die Partisanen dann abdecken. Da kommt im mittleren Bereich zuallererst die japanische Luftwaffe zum Einsatz. Können wir eigentlich mit dem Jagdflugzeug das gegnerische Jagdflugzeug angreifen? Versuchen wir es mal. Jawohl, ein Schaden. War bei uns, war kein gutes Ergebnis. Dann werden wir hier das Korps freistellen und hier die taktischen Bomber unterstellen. Die Shang ist besetzt durch die Spezialeinheit der Chinesen, die 888. Infanteriedivision, die in der Realität wirklich die Elite-Division der Chinesen war. Flugzeuge los. Abfangjäger. Eskorten. 2 Schaden. Keiner bei uns. Nochmal ein Schaden. Das war ein gutes Ergebnis für uns. Dann die taktischen Bomber. Jawohl, weiterer Schaden. Wir könnten die Spezialeinheit jetzt mit der Armee sogar vernichten. Das machen wir auch. Jawohl. Die Shang steht frei. Und wir können sogar reinziehen mit dem Korps. Das machen wir auch. Und wir greifen mit dem Korps die Jagdflugzeuge an. 2 Schaden. Sehr gut. Dann ziehen wir mit der Armee nach und greifen die 54. Armee an. 4 Schaden. Keiner bei uns. Wir müssen ja noch eine Einheit nach Peking verlegen. Und wir müssen das Korps hier verstärken. Korps steht bei einer Moral von 34%. Wir werden die 21. Armee in Richtung Peking verlegen. Für 22 MPP. Dann ist Peking abgesichert. Und die chinesische Offensive ist vor Peking gescheitert. Dann ziehen wir den Befehlshaber Kimura nach Wuhan. Den Terauchi bewegen wir nach Changsha. Und wie organisieren wir jetzt unsere Angriffe hier im mittleren Bereich bei Xingzhou? Wir können gegebenenfalls die Armee noch vernichten.
Wir ziehen zuallererst das 32. Korps 1 zurück. Das werden wir in der nächsten Runde verstärken. Wir ziehen mit der nordchinesischen Frontarmee hier vor und greifen die 54. Armee an. 3 Schaden, keiner bei uns. Und wir haben die taktischen Bomber noch, die wir zum Einsatz bringen können. Und haben die gegnerische Armee ausgeschalten. Sehr gut. Können wir eigentlich vorziehen? Wir könnten mit dem Korps vorziehen. Wir bekommen jedoch keine weitere Einheit nach Yishang rein, oder doch? Ja, wir würden die 34. Armee dort reinbekommen, wenn ich das richtig sehe. Dann ziehen wir mit dem Korps hoch. Die 34. Armee zieht nach Yishang. Dann haben wir uns einen großen Brückenkopf bei Yishang freigekämpft. Darauf muss der Chinese hier erstmal reagieren. Dann werden wir die 6. Armee hier hinziehen. Die Armee werden wir upgraden mit Infanteriewaffen 2. Ja. Die 2 Korps und die Armee hier müssten wir noch upgraden. Wir werden ja auch zuallererst unsere strategischen Bomber zum Einsatz bringen. Und zwar greifen wir doch mal Xi'an an. 2 Schaden. Wir machen noch einen Angriff. Nochmal 2 Schaden und wir haben ein MPP vernichtet. Wie weit sich solche strategischen Bombardierungen in der Zukunft lohnen, das müssen wir nochmal überdenken. Dann gehen wir in den Norden. Die chinesische Offensive vor Peking ist gestoppt. Wir werden unsere Flugzeugträger zum Einsatz bringen, und zwar zuallererst die Flugzeuge der Akagi. Gegen das 123. chinesische Korps. Ein Schaden, sehr gut. Weiter. Weiterer Schaden. Dann kommt die Kaga zum Einsatz. 2 Schaden. Weiter. Nochmal 2 Schaden. Dann haben wir die Hiryu. Und bei der Hiryu schauen wir uns den Modus erstmal an. Und hier habe ich in den letzten beiden Runden vergessen, den Modus auf Bomber zu stellen. Deswegen waren auch die Ergebnisse der Flugzeuge dieser Flugzeugträger so schlecht. Weil wir mit Jagdflugzeugen angegriffen haben und nicht mit Bombern. Dann werden wir das jetzt ändern und auf Bomber stellen. Ziehen hier vor und greifen das chinesische Korps an. Ein Schaden. Schaden bei uns. Weiter. Und das chinesische Korps wurde vor Peking ausgeschalten. Wir ziehen wieder zurück nach Port Arthur. Da schauen wir mal, ob der Chinese es wagen sollte, in der nächsten Runde wieder nach Peking zu ziehen. Wir haben noch 2 Flugzeugträger frei für Angriffe. Die Soyu ziehen wir hier hin und greifen die Garnison an. Ja, ein Schaden. Nochmal. Ein weiterer Schaden. Da haben wir noch den Geleitflugzeugträger. Dann greifen wir ebenfalls die Garnison an. Ein Ergebnis. Und dann gehen wir mit dem Korps auf die Garnison. Und konnten sie aus Spiel nehmen. War eine ganz gute Runde hier mit den Japanern. Wir hatten gute Ergebnisse hier im Süden. Wir haben hier Yishang und einen Brückenkopf über den Fluss erobert. Wir konnten den Fight vor Peking zurückschlagen und ebenfalls hier eine Garnison im Gebirge vernichten. Ja, das waren schwere Verluste für den Chinesen, die er auch schwer ausgleichen kann. Wir bringen unseren taktischen Bomber von Pyongyang ebenfalls hier in den mittleren Bereich. Da haben wir hier eine massive Luftflotte aufgebaut, den wir gegen den Chinesen einsetzen können. Und wir haben ja noch eine neue Einheit. Ein weiteres Jagdflugzeug werden wir hier bei Pyongyang aufstellen. Dann schauen wir auf die japanische Heimatinsel. Hier werden wir, die Spezialeinheiten nach Nagasaki schicken. Diese geht nach Osaka.
Die Armee bleibt hier. Einheiten können ja auch aus den umliegenden Feldern der Hafenstädte verschifft werden. Wir haben mit den Japanern noch 332 MBP und wir haben noch ein halbes Jahr bis Pearl Harbor. Schauen wir mal in die Forschung. Die dritte Stufe der amphibischen Kriegsführung sollte bald erforscht sein. Auch die Mobilität sollte bald erforscht sein. Und wir sollten weiterhin das weiterentwickelte Flugzeug investieren, damit nicht nur unsere Landflugzeuge, sondern auch unsere Flugzeugträger gestärkt sind. Wir geben die 175 MBP aus. Da haben wir noch 157 MBP. Da werden wir nicht weiter forschen. Ich schaue nochmal auf die Partisanentätigkeit in China. Wenn wir hier weiter vorrücken, brauchen wir hier eine Garnison und wir brauchen hier eine Garnison. Hier haben wir ja eine Garnison und ich würde vorschlagen, wir kaufen noch eine Nanjing-Garnison für 50 MBP, die wir dann in den südlichen Bereich hier bringen können. Und die 107 MBP behalten wir für die nächste Runde. Wir gehen wieder nach Europa. Und wir beenden den Zug. Russische Bevölkerung fürchtet den Krieg mit Deutschland. Das Vereinigte Königreich startet Nordmeerkonvois für die UdSSR. Und der Brite überfällt wieder unsere Norwegen-Konvois. Spanische Phalangisten überfallen die britische Botschaft in Madrid. Stalin entwickelt Seekrieg Stufe 1, sehr gut. Der Japaner entwickelt die Erdkampfwaffen. Noch eine bessere Luftwaffe für die Japaner. Das Deutsche Reich erhält 572 MBP. Wir haben 12 MBP verloren auf der Norwegen-Route. Italien bekommt 117 MBP und Japan bekommt 344 MBP. In der nächsten Folge setzen wir unseren Vormarsch an der Ostfront fort. Unsere U-Boote und Handelskreuzer erringen immer größere Erfolge gegen gegnerische Handelsschiffe. Und die japanische Offensive gegen Shenzhou beginnt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Middelberg.